euch sehr gern gehabt, Edward. Sie sah etwas in eurer Haltung, das ihr Hoffnung gab. Ihr würdet euch uns eines Tages anschließen. Ei, das sagte sie. Und was haltet ihr von unserem Credo? Schwer zu sagen. Denn wenn gar nichts wahr ist, warum noch an irgendwas glauben? Und wenn wahrhaft alles erlaubt ist, warum nicht jeder Laune folgen? Ja, warum nicht? Es mag sein, dass diese Idee nur der Ursprung einer Weisheit ist, nicht seine finale Form. Ein gewaltiger Fortschritt gegenüber dem Edward, den ich vor vielen Jahren traf. Also, was denkt ihr? Ich muss mich noch daran gewöhnen. Der zweite Angriff diesen Monat. Ich hätte schon vor Jahren umsiedeln sollen. Ich habe das alles zu verantworten. Doch nun werde ich euch beistehen. Es bedarf mehr als ein paar Gefallen, um ein wahrer Assassine zu sein, Edward. Ein Schritt nach dem anderen. So, dann begrüße ich euch jetzt. Hi, meine Freunde. Willkommen zurück zu Assassin's Creed Black Flag. Ich wollte natürlich, dass die... Ja, weil wir gerade angefangen haben, dass ihr den Text auch alle mitbekommt. So, und wir haben was Neues bekommen, den Wurf-Pfeil, wovon ich schon öfter mal geredet habe, was ich immer haben wollte. Wurf-Pfeile verfügen über tödliche Klingen mit Widerhaken. Drücken Sie Dreieck, wenn Sie sich über Ihren Ziel befinden, um ein Attentat zu verüben. Bewegen Sie L, um den Attentat zu verüben. Um ein Attentat zu verüben und den Gegner zu hängen. Zielen Sie auf einen Gegner und drücken Sie Dreieck, um ihn zu sich heranzuziehen. Drücken Sie dann auf Viereck, um ihn zu schlagen. Okay, das müssen wir natürlich mal testen. Wachen mit Hilfe der Wurfpfeile hängen. Wachen mit Hilfe der Wurfpfeile heranziehen. Okay, das werden wir machen. Ach, wir sollen mit ihm laufen, ja. Boah, ist der schnell. Was geht ab? Na gut, was du machst, das kann ich auch hier die anderen umrammen. Ey, der ist aber echt krass schnell. Unglaublich. Bleib nah, Everett. Folgt mir nach. Ist das geil. Boah, das ist ja echt cool. Boah, ist das eine geile Waffe. Können wir die Wurfpfeile zurückbekommen? Das wäre natürlich eine coole Sache, weil ich habe keine mehr. Schwert. Hat er noch was? Ah, schade, weil ich würde gerne noch... Oh, da sind zwei Assassine. Ach so, man muss gedrückt halten. Ach, so war das. Ah, okay. Dann muss ich mich bewegen. Ah, cool. Hallo? Olak Usula, Kuunsan, Tumentan, Uchaik. Boah, wie gut kann der denn sein? Ey, hallo. Ah, geht doch. Mann. Das war aber ein harter Gegner. Ich weiß auch nicht warum.
Aber ich hätte gerne noch so Wurfpfeile. Ach, Moment. Ich kann doch auch falsch. Falsch, falsch, falsch. Herstellung. So. Was, wo haben wir sie denn? Ah, hier. Wir können sogar hier so einen herstellen. Machen wir mal eben. Haben wir größere Taschen dafür, oder? Ja. Yep. Und Schlafpfeile haben wir genug. Wurfpfeile. Ich würde gerne mehr als nur einen herstellen, aber dann drücken wir jetzt halt jedes Mal drauf. Zwei. Und den dritten. Den vierten. Machen wir halt mal fünf Stück. Das würde erstmal reichen, würde ich sagen, oder? Ja, und hier zwei Schlafpfeile, damit wir die komplett haben. Ach so, wir haben die ja jetzt aufgestockt, die Yacht. Dann komm, machen wir. Machen wir noch mehr. Wir haben ja genug. Und die sind echt cool, ey. Da die Gegner heranziehen. Die haben einfach. Ah, das wäre bei dem schweren Gegner wirklich eine gute Sache gewesen. So, dann haben wir jetzt wieder 10 Stück. Gut, wir hatten noch nie 10, wir hatten nur 5, aber 10 ist natürlich sehr klasse. Schön, dich hier zu sehen, Bruder. Ja, danke. Wer hat denn da geschossen? Warst du das? Du Arsch! Boah, zwei! Yeah! Ich bin ein Killer! Ich bin ein Killer! Ah, jetzt kletter mal da hoch. Ich will mal hier von oben was wieder reißen hier. Komm! Edward kommt wieder zu seinen alten Glanzzeiten. So, jetzt müssen wir nur noch gucken, ob wir irgendwo nochmal hochkommen. Du hängst gerade, was los? Ah, jetzt geht's. Ja. Ah, komm, 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 den kriegst du. Komm, den letzten hier. So, jetzt den Captain. Ey, nee, nee, du nicht. Du bist jetzt auch tot und dann du noch. Wer sich mir einen Weg stellt, der wird getötet. So. Au, 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 hallo, hallo. Können die schwimmen? Nee. Ja, das ist natürlich echt bitter für euch, wenn ihr nicht schwimmen könnt. Ah, ich habe ihn doch geschafft. Boah, ich dachte gerade. Ja, lief, ne? Lief. Alles ist erlaubt. So ist das. Aber dass sie immer wieder angreifen, ist schon echt beschissen, ne? Auch diesmal habt ihr unseren Dank, Edward. Nun seid ihr willkommen. Hab Dank, Sir. Ich ruhe mich etwas aus vor der Weiterreise, wenn ich darf. Wie geht's Ihrem Kind? Sie ist sehr stark, aber nicht unbesiegbar. Edward. Es tut mir schrecklich leid.
Wäre ich noch im Kerker, hätten sie ihn mir abgenommen. Aber er würde noch leben. Vielleicht will Gott mir damit sagen, ich sei nicht bereit, eine Mutter zu sein. So wie ich mich aufführe. Fluchen und trinken und kämpfen. Du hast ein Kämpferherz, Ei. Im Kerker hörte ich Geschichten von der großen Anne Bonny und Mary Read, die es mit der ganzen Royal Navy aufnahmen. Nur ihr beide. Das ist wahr. Und wir hätten gewonnen, wenn Jack und die Jungs nicht betrunken unter Deck gelegen hätten. Ach, Edward. Alle sind fort, nicht wahr? Mary, Rackham, Thatch. Und der Rest? Ich vermisse sie sehr. So rau es auch war. Spürst du das auch? Diese Leere im Inneren? Tu ich. Teufel auch, das tue ich. Boah, ich dachte gerade, wir verlassen den Animus, aber es kann ja wirklich passieren. Aber meint ihr, es könnte was vielleicht jetzt noch mit der Anne laufen? So lange am Boden. Ach, schon beendet die Sequenz 11. Die war aber kurz, oder? Das war kurz. Ja, ich würde sagen, wenn wir doch beendet haben, dann kommen wir doch wieder aus dem Animus raus, oder? Zwei große Sachen haben wir gerade geschafft. Nee, doch noch nicht. Gut. Leer war. Ich weiß ja wohl, wie meine Ziele aussehen. Doch wie finde ich sie? Wir haben Spion und Helfer in jeder Stadt. Besucht unsere Büros. Dort bekommt ihr Hilfe. Das gilt für Torres und Rogers. Doch Bartholomew Roberts ist nicht in einer Stadt. Das kann Monate dauern. Oder Jahre. Doch ihr seid talentiert und habt Qualität, Captain Kelly. Ich glaube, ihr findet ihn. Und wenn du Hilfe brauchst, kannst du dich jederzeit auf deinen Quartiermeister verlassen. Quartiermeister, wie lautet unser Kurs? Nach Westen, Captain, sofern Kingston noch unser Ziel ist. Das ist es, Miss Bonny. Den Befehl! Anker lichten und Segel setzen, Männer! Wir segeln nach Jamaika! Habe ich gerade richtig verstanden? Sie heißt Bonnet? Wie fühlt es sich an, so laut zu brüllen? Ich war schon lauter. Und zu Männern auch gröber. Hinter der Theke im Old Avery, meinst du? Ja, unter anderem. Außerdem bin ich mit Mary und Rackham gesegelt. Vergiss das nicht. Natürlich. Mary hat sich um das Schiff gekümmert. Jack erledigte das Trinken. Hat Mary... Hat sie dir je verraten, wer der Vater des Kindes war? Es war ein junger Bursche. Ein Seemann auf unserer letzten Fahrt. Der arme Kerl kam im Kampf ums Leben. Der einzige Mann nüchtern genug, sich zu wehren. Es gibt so vieles, was ich von Mary nicht wusste. Ja, Moment, bevor du weiterredest. Ich guck mal gerade, wo... Okay, da brauchen wir ja nicht Schnellreise zu machen. Dann hören wir noch ein bisschen Geplänkel. Da war ich auch einer für sie. Sie hielt große Stücke auf dich. Mach dir deshalb keine Sorgen. Ah. Gut, das zu hören. Etwas im Wasser. Da auf dem Meeresgrund, Sir. Nö, nicht jetzt. Wir haben was vor, meine Freunde. War das jetzt alles, was du uns sagst? Dann holen wir uns noch das. Ach komm, die paar Meter. Ich dachte, da kommt jetzt noch was Interessantes. Ja, dann machen wir mal eine Schnellreise mal wieder.
Ja, ich dachte, sie reden jetzt noch was mehr über Mary. Ja, ich hätte schon gerne noch ein paar Sachen mehr erfahren über Mary. Aber das wäre doch auch ein cooles DLC, wenn man Mary spielen würde. Na, ist die Frage, ob man sie als männlichen Kid spielt oder als weiblich Mary. Aber halt als Assassine auf jeden Fall. So, Moment. Wir gucken mal, wo wir hin sollen. Was gibt's hier? Wie heißt es überhaupt? Kein Gouverneur mehr. Oh, der Gouverneur wird sterben. Jo, machen wir. So, wo geht's lang? Wo geht's lang? Aber was mich natürlich freut, wir haben alle unsere Waffen wieder. Unser Geld haben wir wieder. Ah, da ist ein Assassine, mein Freund. Oh, nee, nicht auf den Tisch. Wir klettern noch nicht auf Tische hier. Aber ist nicht A dabei. Captain Kenway. Ihr habt etwas für mich? Den Aufenthaltsort des Templers Woods Rogers. Der ist auf einer kleinen politischen Feier. Also seid leise. Man munkelt, King George bestellt Rogers zurück nach London. Ei, unzufrieden mit seinem Fortschritt in Nassau. Weil es immer noch zu viele Piraten gibt, habe ich gehört. Du musst dich verkleiden, um die Puderquasten auf der Feier zu täuschen. Ich schlage diesen Diplomaten vor. Ruggiero Ferraro. Der steht schon lange auf unserer Liste. Ich verstehe. Sendet ihr das hier nach England für mich? Ei, morgen läuft ein Schiff aus. Caroline Scott Kenway, Hawkins Lane, Bristol. Okay, aber ich würde sagen, bevor wir den Diplomaten aufspüren, können wir nochmal drüber grübeln, warum er seiner Frau einen Brief schickt. Will er sie doch wieder zurückhaben oder nicht? Und warum haben wir keine Wurfpfeile mehr? Ich hatte doch extra 10 Stück gemacht. Ich hatte gerade noch 9. Aber okay. Wir können ein bisschen grübeln und dann bis zum nächsten Mal.